Moin Moin und herzlich willkommen zum Vergleich zweier Mittelklasse-Smartphones von Samsung, und zwar dem Samsung Galaxy A71, hier links zu sehen, mit dem Samsung Galaxy A51 auf der rechten Seite. Beide Smartphones kamen im Januar 2020 auf den deutschen Markt. Das A71 in der UVP 100 Euro teurer, 469 Euro. Das A51 kostete zum Marktstart 369 Euro. Mittlerweile sind natürlich beide Smartphones deutlich günstiger. Und ja, in diesem Vergleich will ich euch zeigen, welche Stärken und welche Schwächen die beiden Smartphones jeweils haben und ob sich der Aufpreis für das A71 lohnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vergleich und schon geht es los. Ja, wie immer vergleichen wir die beiden Handys in 5 Kategorien. Pro Kategorie gibt es maximal 5 Punkte. Wir starten mit der Kategorie 1 Gehäuse und Verarbeitung. Hier seht ihr beide Probanden auf unserem Drehtisch. Links das A71, rechts das A51. Beide Smartphones haben ein Kunststoffgehäuse, was man allerdings gar nicht so wahrnimmt. Es wirkt eher wie Glas. Und beide Gehäuse sind leider auch nicht gegen Wasser und Staub geschützt. Die Abmessungen sind beim A51 ja ein bisschen kompakter, 158 mm misst es in der Höhe. Das A71 ist mit 164 mm dann deutlich höher, vom Gewicht her beide ungefähr ähnlich, 172 zu 179 Gramm. Und ja, in diesem Vergleich kriegen beide Smartphones in dieser Kategorie 4 Punkte. Ja, in der zweiten Kategorie geht es um das Thema Display. Wir schauen uns mal die beiden Bildschirme an. Wie immer links das A71 und rechts das A51. Die Diagonale des A71 hier links ist mit 6,7 Zoll geringfügig größer als beim A51. 6,5 Zoll sind es dort. Die Auflösung ist identisch, 2400x1080 Pixel. Und ja, es sind auch beide Super AMOLED-Panels, also diese schönen OLED-Panels mit einer hohen Leuchtstärke. Und ja, es sind auch beides plane Displays, also nicht geätscht wie bei den S-Modellen, sondern schön plan. Die Blickwinkelstabilität ist bei beiden Smartphones hier zu sehen sehr, sehr gut. Und auch die Bildschirmhelligkeit lässt hier keine Wünsche offen. 800 Candela etwa beim A71 und 600 beim A51. Insofern, ja, kleiner Vorteil hier beim A71, weil es auch ein bisschen größer ist. Insofern vergeben wir hier 4,5 Punkte für das A71 und 4 Punkte für das A51. Ja, damit kommen wir zur dritten Kategorie Ausstattung und Performance, und wir schauen zunächst mal auf die Geschwindigkeit beider Smartphones. Hier am AnTuTu Benchmark Wert erzielt das A71 den besseren Wert mit 230.000 Punkten. Das A51 kommt auf 175.000 Punkte. Sicht natürlich vor allem an der CPU. Das A71 hat den Qualcomm Snapdragon 730 und das Samsung den eigenen Exynos 9611 Prozessor. Also das A71 ist tatsächlich einen kleinen Tick schneller, muss man sagen, aber in der Praxis ist der Unterschied jetzt nicht so groß, wie man das vielleicht vermuten würde. Auch die sonstige technische Ausstattung ist sehr ähnlich. Beide kommen mit schnellem WLAN AC. LTE kann man hier mit 600 Mbit bei beiden Smartphones maximal im Download nutzen. Es gibt bei beiden Smartphones ein FM-Radio, ein NFC-Chip, Bluetooth in der Version 5, und auch haben beide Smartphones natürlich einen Fingerabdrucksensor. Leider keine Stereo-Lautsprecher bei beiden Smartphones. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber gut, was soll's. Also in der Kategorie Ausstattung und Performance haben wir uns mal dazu entschieden, hier dem A71 4 Punkte zu geben. Das A51 kommt auf 3,5 Punkte in dieser Kategorie. Ja, weiter geht's mit dem Thema Akku und Speicher. Beide Smartphones sind übrigens leider Fingerabdruckmagneten, muss man ganz klar so sagen. Also die Rückseite ist ja bei beiden Smartphones glänzend, insofern werden da auch Fingerabdrücke hinterlassen. Aber gut, damit muss man leben. Der Akku ist bei beiden Smartphones fest verbaut. Die Kapazität hier beim A71 mit 4500 mAh, ein bisschen höher. 4000 mAh hat das A51. Beide Smartphones sind auch schnellladefähig mit diesem mitgelieferten Netzteil. Die Akkulaufzeit unterscheidet sich nicht. Beide Smartphones etwa 700 Minuten. Das A71 braucht halt ein bisschen mehr wegen des größeren Displays. Ja, ein interner Speicher bei beiden Smartphones identisch, 128 GB. Der Arbeitsspeicher ist beim A71 mit 6 GB RAM ein bisschen größer. Beide Handys haben hier dieses Kombi-SIM-Tool, könnt ihr also zwei Nano-SIMs und eine Micro-SD-Karte einlegen. Insofern in dieser Kategorie hier vergeben wir beide Smartphones gleichermaßen 4 von 5 möglichen Punkten. Damit sind wir auch schon bei der fünften und letzten Testkategorie, nämlich dem Bereich Foto und Video. Wir schauen uns mal die Hauptkameras an. Da gibt es irgendwie kaum was Unterschiedliches zu erkennen. Beide Smartphones
haben eine Quadcam mit drei Brennweiten und eine TOF-Linse. Und auch bei der Selfie-Cam hier zu sehen in der Mitte gibt es eigentlich wenig Unterschiede. 32 Megapixel löst die Selfie-Kamera auf. Die Hauptkamera beim A71 hat den etwas besseren Sensor, nämlich mit 64 Megapixel löst er auf. Das A51, die Hauptkamera, löst maximal mit 48 Megapixeln auf, wobei beide Smartphones hier mit der sogenannten Pixel-Binning-Technologie arbeiten. Das heißt, vier Punkte des Sensors werden zu einem Pixelpunkt zusammengefasst. Das sorgt dafür, dass ein bisschen mehr Licht eingefangen wird. Und ja, die Fotos aus dem A51 haben dann effektiv 12 Megapixel und die Fotos aus dem A71 16 Megapixel. Hier folgen jetzt mal so ein paar Beispielaufnahmen und ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht so große Unterschiede festgestellt. Diese Beispielfotos sind an unterschiedlichen Tagen aufgenommen. Insofern sind teilweise hier die Farben ein bisschen unterschiedlich, lag dann an dem Umgebungslicht. Aber trotzdem würde ich mal sagen, so groß sind die Unterschiede nicht, obwohl ja eigentlich der Sensor des A71 höher auflöst, könnte man da größere Unterschiede erwarten. Habe ich aber nicht so gesehen. Beide Smartphones haben drei Brennweiten, nämlich Standard, Weitwinkel und Makro. Also richtigerweise müsste man sagen Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel und Makro. Und ja, beide Kameras machen, finde ich, einen guten Job. Es gibt natürlich immer noch so einen gewissen Respektabstand zu den, ja, zum Beispiel S-Modellen oder zu anderen Kameramonstern. Aber trotzdem, vor allem bei guten Lichtverhältnissen, gelingen hier scharfe Aufnahmen. Auch bei nicht so guten Lichtverhältnissen hier links zu sehen oder bei beiden im Schuppen. Die Blende liegt übrigens beim A71 bei f1.8 und beim A51 bei f2.0. Das A71 ist also auch ein bisschen lichtstärker. Hier mal eine Makroaufnahme. Davor habt ihr eine kleine Brennweitenreihe gesehen. Also das ist doch alles, finde ich, sehr vergleichbar. Hier auch die Selfies, die sind sogar identisch, die beiden Linsen, sieht man auch irgendwie an dem Ergebnis. Man kann schöne Bokeh-Aufnahmen machen, sowohl mit der Hauptkamera als auch mit der Selfie-Kamera. Und auch die Bedienung der Foto- und Video-App ist bei beiden Smartphones, finde ich, sehr gut gelungen. Hier folgt nochmal ein Beispiel Video, wie gesagt, bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Insofern ist das ein bisschen schwer zu vergleichen, aber wie auch immer, insgesamt sehe ich hier beide Kameras gleich auf. Beide bekommen von mir 4 von 5 möglichen Punkten in der Kategorie Kamera. Ja, dann sehen wir mal zusammen. Insgesamt gewinnt das Samsung Galaxy A71 dieses Vergleichsduell, wenn auch nur knapp, und zwar mit 20 zu 5 Punkten gegenüber 19,5 Punkte beim Galaxy A51, also nur ein Punkt. Die beiden Kategorien, wo das A71 vorne lag, war ja das Display. Es hat halt den etwas größeren Bildschirm und auch die etwas bessere Performance, aber das ist wirklich nur minimal. Und wenn ihr mich fragt, ob das nun den Aufpreis von derzeit 86 Euro online rechtfertigt, würde ich sagen, nein. Also klar ist das A71 das etwas bessere Smartphone, aber ich würde zumindest, wenn ich auf das Geld achten müsste, würde ich zum A51 greifen. Online kriegt ihr das A51 derzeit für 280 Euro etwa und das A71 für 365 Euro. Also wie gesagt, 85 Euro etwa ist der Unterschied. Insofern, ja, würde ich sagen, das A51 in Sachen Preis-Leistung vorne. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erfahren zu beiden Handys. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, wenn dem so sein sollte. Gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ich grüße euch und sage Tschüss, bis bald.